Hallo Leute und recht herzlich willkommen hier bei Landwirtschaftssimulator 15 mit der ersten Mod-Vorstellung und zwar mit den John Deere 8530, der im Shop einen Preis besitzt von 272.700. So, das nächste ist die Unterhaltskosten pro Tag belaufen sich auf 295 Euro. Maximale Leistung liegt bei 257 kW und 350 PS. Das können wir mal nochmal nachgucken, weil ich bin mir jetzt gerade wirklich nicht ganz sicher. Traktoren. Zweimal am Tag. Da, da. Ja, stimmt alles. So. Dann gucken wir uns das ganze Ding mal an. Ja, der Sound ist doch schon mal bombastisch. So, dann haben wir immer die Blinker. Auch alles super. Ja. Palaverlampe. Sehr schön. Lichter funktionieren auch von dem Ding. Ja, schön. So, und die Innenansicht. Oh, schönes Leder. Schönes Leder. Oh, oh, ja, ist das schön schnuckelig. Nee. Sieht sehr gut aus. Sehr gut. So, dann testen wir einmal die Geschwindigkeit. Der soll auf 52 kommen. Ich denke, von hier reicht's. So, komm. Und er kommt auf 51. Also mit der Geschwindigkeit haben die sich ein bisschen vertan. Das ist jetzt aber auch nicht so tragisch. So, hier die Reifen kann man waschen. Steht in dem Mod drin. Die Farbe von dem Trecker kann man jetzt nicht ändern. Finde ich auch gar nicht so schlimm. Ich finde, der sieht okay aus. Okay, der sieht ein bisschen unecht aus. Aber dafür sieht er ziemlich gut aus. So, Lampen. Alles schön und gut. Ja. Ich würde sagen, das war der erste Mod. Wir sehen uns beim zweiten Mod. Schreibt in die Kommentare rein. Lasst einen Daumen nach unten oder nach oben da, wenn ihr den Daumen nach unten da lasst. Lasst bitte eine Bewertung für mich da, damit ich, also einen Kommentar da, damit ich sehen kann, was ich noch verändern kann. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Ich würde mich über mehr Abonnenten natürlich sehr freuen. So, damit verabschiede ich mich. Euer GrachTV. Ciao. Achso, stopp, bevor ich weg bin. Der Link kommt in die Videobeschreibung. Und jetzt, ciao, euer GrachTV.